Ja, Jimmy, gleich, gleich. Ja, du hast ja recht. Ich sollte jetzt wirklich mein Handy weglegen. Aber schadet es uns wirklich, wenn wir so viel am Handy sind? Das klären wir jetzt bei Team Timster. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt bei Team Timster mitmachen, indem ihr uns eure Fragen zuschickt. Hannah ist 10 Jahre alt und möchte von uns wissen, warum ist es nicht gut für unseren Körper, wenn wir zu viel am Handy sind? Also erstmal Hannah, wer auch immer dir das gesagt hat, hat recht. Es ist nicht gesund, zu viel am Handy abzuhängen. Aber warum ist das so? Wenn wir viel aufs Handy gucken, das direkt vor unserer Nase ist, gewöhnen sich unsere Augen ans Nahsehen und verlernen das Fernsehen. Nicht das hier, das in die Ferne sehen. Alles, was weiter weg ist als nur ein paar Meter, sehen wir dann nur noch verschwommen und können es gar nicht richtig erkennen. Und dann hilft nur noch eine Brille oder Kontaktlinsen. Meistens schauen wir so aufs Handy. Schultern hoch und Kopf nach vorne. Das nennt man auch Handynacken. Das klingt komisch, sieht komisch aus und führt zu Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Dazu kommt, jede Minute, die wir am Handy verbringen, verbringen wir nicht mit Bewegung. Und die ist mega wichtig für unseren Körper. Abends im Bett noch ein paar Runden auf YouTube oder TikTok drehen, auch keine gute Idee. Die ganzen Informationen, die auf uns einprasseln, machen uns innerlich unruhig. Und das blaue Licht unserer Handybildschirme sagt unserem Körper, hey, ist noch gar nicht Schlafenszeit. Wenn du mehr zum Thema wissen willst, dann schau dir auf teamtimster.de unsere Folge zum Blaulichtfilter an. Da haben wir die Frage rund um das blaue Licht unserer Handybildschirme ganz ausführlich beantwortet. Ist ja gut. Es ist gar nicht mal so einfach, sein Handy wegzulegen. Es könnte ja was passieren und dann könnte ich was verpassen. Diese Angst heißt FOMO. Und was genau es damit auf sich hat, erzählt uns Robin. Warum kriege ich so oft gesagt, dass ich zu viel auf Social Media bin? Dass ich so viel Zeit mit diesen Apps verbringe, das ist nicht nur mein Fehler. FOMO ist auch schuld. Das ist die Angst, etwas zu verpassen. Und das nutzen diese Apps aus, damit wir immer wieder auf sie draufklicken. Oh Mann, da muss ich draufklicken. Die Benachrichtigung, die ich gerade bekommen habe, die nennt sich Push-Benachrichtigung. Und die nerven mich ständig. Ich soll ja doch endlich mal wieder die App öffnen. Und das tue ich natürlich. Egal, ob ich gerade was völlig anderes mache, wie kochen. Oh, was denn jetzt schon wieder? Wenn ich eigentlich schlafen will. Was das wohl ist? Oder sogar, wenn ich auf dem Klo bin. Push-Benachrichtigungen machen uns neugierig und geben uns das Gefühl, dass wir etwas verpassen. Aber ich kann sie ganz einfach ausschalten. Dafür muss ich in der App einfach nur auf die drei Striche, dann auf Einstellungen und dann unter Benachrichtigungen einfach alle ausstellen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach, eine Nachricht. Na gut, die kann ich mir auch später angucken. Ciao! Moment! Was, wenn die Nachricht verschwindet, bevor ich sie später lesen kann? Bei WhatsApp ist das nämlich möglich einzustellen, dass sich Nachrichten zum Beispiel nach einem Tag selbst zerstören, sodass sie niemand mehr lesen kann. Moment mal. Selbstzerstörende Nachrichten, das klingt ja wie aus einem Actionfilm. Was passiert wohl, wenn ich eine Nachricht von Geheimagent Robin verpasse? Robin, du bist meine letzte Hoffnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Bitte sei schnell. PS, diese Nachricht wird sich gleich selbst zerstören. Selbstzerstörende Nachrichten können cool sein, aber sie setzen uns auch unter Druck.
auch wenn das Handy nicht direkt explodiert. Denn wenn wir nicht rechtzeitig die App öffnen, dann könnten wir was verpassen. Oder wir machen uns einfach so Sorgen darüber, dass unsere Freundinnen und Freunde enttäuscht sind, wenn wir ihre Nachrichten nicht rechtzeitig lesen. Und das sorgt für FOMO, FOMO, FOMO. Und darin ist auch die App Snapchat-Experte. Wenn sich nämlich zwei Menschen bei Snapchat jeden Tag einen Snap, also Fotos oder Videos, zuschicken, dann erhält ihre Beziehung nach 3 Tagen ein Flammen-Emoji. Das bedeutet so viel wie, diese Freundschaft ist gerade on fire, also besonders gut. Besser sogar, je länger man sich jeden Tag was schickt. Aber schickt man sich einen Tag mal keinen Snap, dann verschwindet die Flamme wieder. Oh nein, ist die Freundschaft jetzt vorbei? Flamme, komm zurück! Hä, Robin, alles gut? Geheimagent Robin, du hast mir keinen Snap mehr geschickt. Sind wir noch Freunde? Na klar, mein Handy-Akku war einfach nur leer. Wie ihr seht, auch wenn man mal keinen Snap schickt, ist man trotzdem immer noch befreundet. Flamme hin oder her. Angst, was zu verpassen, das müssen wir nicht haben. Jimmy, du bist ja total aufgeregt. Ja, kein Wunder. Ist ja auch Zeit fürs kleine Mädchen. Hallo und willkommen zu meiner Late-Night-Show. Heute enthülle ich eine Sensation. Eine Sensation? Okay, jetzt sind wir sehr gespannt. Ja, und sehr drauf reingefallen. Es geht nämlich um Clickbait heute hier. Das sind irgendwelche Schlagzeilen, die einen animieren sollen, irgendwo hinzuklicken. Und dann passiert gar nichts. So wie das hier zum Beispiel. Da denkt man doch sofort, was? Das kleine Mädchen hört mit seiner schönen Show auf? Nein, das stimmt gar nicht. In Wahrheit höre ich nur damit auf, in der Nase zu bohren. Ja, oder das hier. Lebende Dinosaurier entdeckt. Völliger Schwachsinn. Die Dinos sind ja schon vor 60 Millionen Jahren ausgestorben. Guten Tag. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie aufhören und ich mit sofortiger Wirkung Ihre Late-Night-Show übernehme. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zur Late-Night-Show des kleinen Dinos. Oh Mann, manche Clickbaits sind so blöd, die können sogar stimmen. Ja. Aber eine Meldung stimmt nicht. Ich höre gar nicht auf mit dem Nasebohren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Buchtipp. Hallo, ich bin Holly und habe Wie unsichtbare Funken gelesen. Die 11-jährige Eddie hat ganz besonders wache Sinne. Sie spürt Dinge um sich herum viel intensiver als alle anderen Menschen und ist sehr sensibel. Wenn es besonders hell oder laut wird, fühlt es sich so an, als würden ihre Nerven explodieren und Funken um ihren Körper kreisen. Dann muss sie sich zurückziehen. Am liebsten verkriecht sie sich in der Schulbibliothek und liest Bücher über besondere Lebewesen. Von ihren Mitschülerinnen und sogar von ihrer Lehrerin wird sie oft gemobbt. Das fand ich unmöglich. Dabei kann sie doch so tolle Geschichten schreiben. Obwohl es für sie wahnsinnig anstrengend ist, gibt sie sich unheimlich viel Mühe, so wie die anderen zu sein. Als Audrey neu in die Klasse kommt, gewinnt sie Eddies Vertrauen, weil die sich richtig für sie interessiert. Eddie erklärt ihr, dass sie Autistin ist. Wenn sie etwas interessant findet, läuft ihr Gehirn auf Hochtouren. Wenn sie etwas langweilig findet, schaltet es ab. Als es in der Schule um die frühere Hexenverfolgung in ihrem Dorf geht, läuft Eddies Gehirn mal wieder auf Hochtouren. Da wurden Mädchen und Frauen verurteilt, nur weil sie anders waren und besondere Fähigkeiten hatten, die nicht verstanden wurden. Eddie fühlt sich mit ihnen sehr verbunden. Darum will sie den Frauen und Mädchen von damals ein Denkmal in ihrem Dorf setzen. Jeder soll an diese Ungerechtigkeit erinnert werden. Eddies ältere Schwester Kidi ist auch Autistin und macht ihr immer wieder Mut, wenn sie verzweifelt ist, weil fast alle gegen die Gedenktafel sind. Der Ozean braucht viele verschiedene Fische, sagt Kitty leise. So wie die Welt viele verschiedene Arten von Menschen braucht. Wenn es nur eine Sorte gäbe, wäre das ganz schön langweilig, nicht wahr? Genau, das finde ich auch. Und dass es unheimlich wichtig ist, jemanden erst einmal richtig kennenzulernen, bevor man über ihn urteilt. Je mehr ich über Eddie beim Lesen erfahren habe, desto besser konnte ich sie verstehen und fand sie sehr besonders toll und mutig. Ich empfehle ihre Geschichte ab 10 Jahren.
Denn im Anderssein steckt eine ganz besondere Magie. Das stimmt, Holly. Wenn wir unter verschiedenen Menschen sind, können wir alle richtig viel voneinander lernen. Oh, Zeit für die nächste Frage. Ida ist 11 Jahre alt und möchte wissen, was mache ich, wenn mir ein Unbekannter auf WhatsApp schreibt? Auch wenn die Nachricht so wirkt, als könnte sie von einer Freundin oder von einem Freund kommen, du ignorierst die Nachricht und du blockierst die unbekannte Nummer. Das kannst du bei unbekannten Nummern direkt im Chat machen. Du drückst hier unten auf Blockieren und dann kann dir die Nummer nicht mehr schreiben. Leider könnt ihr euch nicht davor schützen, dass euch unbekannte Nummern anschreiben. Ihr könnt sie nur im Nachhinein blockieren. Aber ihr könnt einstellen, wer euer Profilbild und euren Status sehen kann. Das macht ihr in euren Einstellungen im Bereich Datenschutz. Hier könnt ihr einstellen, wer genau euer Profilbild und euren Status sehen kann. Zum Beispiel nur eure Kontakte, also nur die Nummern, die ihr eingespeichert habt. Keine Sorge, falls die unbekannte Person am Ende doch eine Freundin von euch ist, dann wird sie euch schon im echten Leben Bescheid sagen, dass sie eine neue Nummer hat. Tims Tipp. Komm, Vögelchen, flieg hier einmal durch die Röhre, ja, und durch die nächste. Ja, super, sehr, sehr gut. Nein! Dieses Spiel habe ich programmiert. In 10 Minuten auf der Internetseite code.org. Auf der Internetseite lernen wir Programmieren, also auch, wie man Spiele und Apps macht. Es gibt Übungen ab 7, ab 8, ab 9 Jahren mit Minecraft, Elsa und Anna oder Jedi-Rittern. Und das Ganze ist kostenlos. Zurück zum 10-Minuten-Spiel. Wir bauen das Spiel hier rechts mit Programmierblöcken. Mit Blöcken programmieren? Das ist so wie mit Bauklötzchen spielen. Erster Befehl: beim Klicken flattern und Flügelgeräusche abspielen. Zweiter Befehl: wenn Vogel auf Boden stürzt, Spiel beenden. Ein paar Schritte später, das Spiel läuft und ich habe die Uhr mitlaufen lassen und tatsächlich nur 10-11 Minuten gebraucht. Und was mich so überrascht hat, das Spiel habe ich an einem Laptop gemacht, kann es mit code.org aber an ein Handy weiterschicken und dann am Handy zocken oder anderen vorführen. Code.org hat jedoch zwei große Schwächen. Alle Videos sind auf Englisch, nur mit deutschem Text zum Lesen. Und ich finde die Seite ziemlich unübersichtlich. Trotzdem, code.org, eine Internetseite, die einen Besuch wert ist. Und wenn ihr da ein Spiel oder eine App gebaut habt, sagt uns unbedingt Bescheid. Schreibt uns auf teamtimster.de. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Gesellschaftsspiele. Für eine Runde Charade würde ich alles stehen und liegen lassen. Aber auch Ratespiele, Kartenspiele, Brettspiele. Ich liebe alles. Und wenn ihr Spiele nur halb so sehr liebt wie ich, dann habt ihr diese Typen bestimmt schon kennengelernt. Typ 1. Ich bin immer rot. Na, weil ich immer rot bin. Hey, nee, ist mir egal. Ich bin rot. Typ 2. Ich kenne alle Regeln. Stopp! Was machst du da? Das ist gegen die Regeln. Wenn wir nicht nach den Regeln spielen, dann brauchen wir gar nicht spielen. Ich habe sie alle gelesen, mit den Zusatzregeln. Typ 3. Der Schummler. Ja, du bist dran. Uno! Nö, ich hab nicht geschummelt. Nein, ich würde nie schummeln. Typ 4. Der schlechte Gewinner. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen! Habt ihr es gesehen? Ich hab gewonnen! Ja! Und wisst ihr warum? Weil ihr Verlierer seid! Und ich bin Gewinnerin. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Typ 5. Der schlechte Verlierer. Nö, das ist so unfair. Ich hasse dieses Spiel. Und ich hasse es, mit euch zu spielen. Immer verliere ich. Und du hast sowieso geschummelt. Ich spiele dieses Dreckspiel nie wieder mit euch. Immer das Gleiche. Nein! Typ 6. Der, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Ich bin dran? Okay. Können wir was anderes machen? Wie, ich bin schon wieder dran? Kannst du nicht für mich würfeln? Ah, wie? Ich habe gewonnen? Ja, cool. Dann können wir ja jetzt was anderes machen. Film gucken? Also ich sag mal so, in meinem Freundeskreis und auch in meiner Familie gibt's jeden einzelnen dieser Typen. Aber ich verrate euch nicht, wer ist.
Das war schon wieder mit Team Timster. Jimmy und ich, wir gehen jetzt noch mal eine Runde raus. Der ist schon losgegangen und das Handy, das lassen wir hier. Tschüss, habt eine schöne Woche. Komm, Jimmy. Ja, ich würde sagen, hast du eine Referenz? Ich würde niemals schummeln. Ich hab gewonnen und du nicht. Und du so weit. Du nicht? Nein.